Hallo, liebe Freunde des gepflegten Hörspiels, hier ist Marc von Hör mal zu. Heute befasse ich mich mit dem Thema Hörspielfan und Freundschaften. Ja, das ist ja auch ein ziemlich spannendes Thema und da müssen wir jetzt mal ganz weit zurück in die Zeit, und zwar in die Zeit vor dem Jahr 2000, als es in Deutschland, fast überall kein Internet gab. Ja, ich erinnere mich, dass ich meinen ersten PC, ich glaube im Jahr 2001, mir anschaffte, und da gab es noch das gute alte Modem. Wer kennt das noch? Ja, in manchen drei Fragezeichen Folgen der 80er Jahre hört man dieses Modem, und ja, das war schon noch eine Sache, ne? Damals, wenn es manchmal nicht geklappt hat mit der Verbindung, dann Internet by Call. Ja, solche Geschichten, so und so lang im Internet, kostet so und so viel Geld. Wer hatte damals noch AOL? Hatte ich. Ich habe mich dumm und dämlich gezahlt, ja. Schlechte Internetverbindung, DSL Lite, kam dann später irgendwann 2006, 2008 und man hat geblecht und gezahlt. Ja, da war damals YouTube noch so irgendwie in Deutschland in den Kinderschuhen, ja. Und ich erinnere mich, wenn ich einen oder zwei Schnipsel mal erhascht habe von Hörspielsprechern oder von irgendeinem Star, den ich liebte, und ich saß dann vor dem PC, ja, ich weiß gar nicht mehr, welches Windows-System damals herrschte, war es XP schon, ich weiß es nicht. Und auf alle Fälle saß man dann davor, ja, YouTube hat sich aufgebaut und dann hat sich der Kreis in der Mitte gedreht. Dann konnte man ein Stück Videos sehen und dann hat das Ganze wieder gestoppt. Dann ist das Ganze wieder gestoppt und man musste wieder warten. Meine Güte, bis das Ganze wieder mal lief. Und ja, das ist alles Schnee von gestern, aber man sollte das nicht vergessen. Ja, es gab eine Zeit vor dem Internet. Ja, hast du darüber schon mal nachgedacht? Eine Zeit vor dem Internet, was hast du gemacht? Als es noch kein Smartphone gab, das jetzt mal so locker auf dem Sofa neben dir liegt, während du fernsiehst und du in den Werbepausen ab und zu mal dann schaust, was ist bei Hör mal zu los oder bei anderen sozialen Medien, ja, als es die Zeit noch gab, wo man in der Fernsehwerbepause mal, ja, aufs Örtchen ging, sich mal erleichterte oder sich eine neue Flasche Bier oder Saft oder Prosecco öffnete, und dann einfach wartete, bis die Chose weitergeht. Oder noch weiter zurück, während ein Spielfilm lief, noch überhaupt keine Werbeunterbrechung gab. Wir schreiben vielleicht das Jahr 1986. Es gab noch keine, zumindest nicht großräumig, keine Privatsender. Ja, es gab zwischen den Serien und zwischen den Filmen Werbung, und irgendwie ab 20 Uhr gab es dann überhaupt keine Werbung mehr. Wer kann sich daran erinnern? Wer kann sich an Fernsehansagerinnen erinnern? Ja, da gab es nie einen Ansager. Doch beim Bayerischen Rundfunk Enrico de Paruta, da kann ich mich erinnern. Ansonsten war die Riege der Schönheiten meiner Kindheit Elke Kast, ja, wer kennt die noch, diese große Blonde, oder Elfi von Kalkreuth, ja, die immer so herrlich den fantastischen Film angekündigt hat. Und das waren so, wenn man so ein kleines Kind war, das waren die großen Damen, die man so angeschaut hat und sich gedacht hat, oh, heirate ich mal so eine, aber nee, ich habe eine noch viel schönere geheiratet, meine Dani. Ja, es gab also diese Zeit. Aber was ich so toll finde, ja, wir sind ja, wie die Jugend manchmal so schön sagt, ach, so alte, ja, fast 50, ja, vielleicht auch sind einige von euch noch älter, und ach, was wissen denn die Alten? Ja, was wissen die Alten? Die Alten wissen noch, wie man sich ein Lager baut in einem Gebüsch. Die wissen noch, was ein Kartoffelfeuer ist. Die wissen noch, was eine Kassette und ein Bleistift gemein haben, was man damit anstellen kann. Die wissen sehr viel. Wir wissen sehr viel. Ist es so oder ist es nicht so? Genau so ist es, meine Lieben. Und was die Jungen können, das können wir schon dreimal. Ja, wir müssen uns zwar anstrengen. Ja, manche
Ja, Wörter, manche Abkürzel, da steht man dann davor und sagt, boah, was ist das? Was ist das jetzt? Ja, aber im Großen und Ganzen haben wir Kinder der N60er, der 70er, ja auch die 80er wird schon grenzwertig, weil da gab es ja dann Mitte der 80er den Gameboy. Ich möchte mal sagen, wir Kinder der 60er und 70er, wir haben einen extremen Aufschwung genommen, ja. Wir sind groß geworden mit drei Programmen ohne Fernbedienung, mit Kassettenrekorder und Schallplattenspieler, ja. Das höchste der Gefühle bei uns war ein Taschenrechner. Wer sich's leisten konnte, hatte einen Casio-Taschenrechner, ja. Und was ist seitdem passiert, ihr Lieben? Was ist passiert, ja? Wir sind mittlerweile, ja, im digitalen Zeitalter angelangt, ja. Wir alten Säcke, ja, wir streamen, wir downloaden, wir sind am PC, wir sind am Tablet, ja. Mancher von euch ganz tollkühn hat vielleicht eine Smartwatch, ja. Mein Freund Mike Jenkins, der hat eben noch sein Nokia, aber egal, er steht dazu und das finde ich auch total gut, ja. Ich habe auch keine Smartwatch und lebe noch, aber ich finde das doch großartig. Ja, die einen befassen sich mit digitaler Fotografie. Ja, was war das damals noch? Könnt ihr euch erinnern? Ja, es gab den Film zum Entwickeln. Ja, es gab keine Digicam. Ja, wo man seine Fotos ganz bequem auf den PC oder Lappy oder Tablet transferiert und dann schaut und sagt, das finde ich doof, das finde ich doof und auch das finde ich doof. Nö, das möchte ich nicht, sondern man hat ganz einfach damals seine Filmpatrone raus und hat, ja, man hat die dann zum Fotografen seines Vertrauens und hat das Ganze entwickeln lassen. Und Leute, das war gar nicht so billig, ja. Ich erinnere mich mit Schrecken, dass ich damals aus Versehen dir angekreuzt habe, ja. Und das wurde so richtig teuer. Wer hat denn den Super 8 Projektor? Gibt's da draußen jemand von euch? Ich hatte einen und ich liebte meinen Super 8 Tonfilmprojektor von Braun. Ja, ich war stolz auf meine 20 Filmrollen, die ich hatte. Von Bugs Bunny über Speedy Gonzales, Dick und Doof, Charlie Chaplin, Graf Dracula, Frankenstein. Und ich war sogar ganz mutig, ich hatte Familiengrab von Hitchcock, obwohl ich den Film mittlerweile ganz furchtbar finde. Ja, wer ist dabei? Wer fährt in meiner Schiene? Wer kann sich erinnern? Wer möchte kommentieren? Macht das bitte. Ich bin heute sowas von gut drauf, denn ich habe mich mal wieder an meine Kindheit und Jugend erinnert. Und obwohl nicht alles so perfekt war, möchte ich sagen, dass mir die Kinder heutzutage sehr, sehr, sehr leid tun, dass sie gerade in dieser Pandemie aufwachsen mit Maske und Verbot und hier und da und dass das garantiert Spuren hinterlassen wird. Das ist einfach sehr schade. Und da die Kinder ja sowieso, ja, durch diese digitalen Medien und durch diese PlayStation, von der halte ich überhaupt nichts und von der Xbox halte ich auch nichts. Ich bin kein Freund von Zocken und Spielen und ich habe einen Freund, der ist über 60, der hat sich jetzt eine neue PlayStation gekauft. Ja, er hat Spaß daran, ich akzeptiere das und ich toleriere das, aber ich war noch nie ein Gambler, zumindest keiner, der am Computer oder über eine PlayStation zockt. Das gibt mir einfach nichts. Da bin ich lieber kreativ und mache hier meine Videos und fühle mich dabei richtig toll. Ja, wie war das bei euch? Schreibt mir. Ja, ich freue mich darüber, wenn wir uns austauschen und wenn wir miteinander in Kontakt sind. Erinnert euch, geht doch mal in euch zurück. Ja, setzt euch auf den Sessel, auf eure Eckbank, in der Ecke, legt euch ins Bett, macht die Augen zu und jetzt geht mal zurück. Ja, zurück. Sagen wir mal so, ihr seid 6 Jahre Einschulung. Ja, denkt an eure Zuckertüte. Welche Farbe hatte die? Was war denn da Spannendes drin? Was hat euch am besten geschmeckt? War die Lehrerin oder der Lehrer doof oder habt ihr die geliebt? Ja, wie habt ihr euch gefühlt? Welche Hose hattet ihr an? Ja, was gab es zum Mittagessen? Erinnert euch, lasst diese Gedanken und diese Erinnerungen an früher niemals vergehen, denn das ist unsere Kindheit. Hier kommen wir her, ja, das haben wir erlebt und das
möchten wir auch uns immer wieder in Erinnerung rufen. Schlechte Sachen tun wir so ein bisschen in eine Schublade, die wollen wir überhaupt nicht hören. Aber die guten Sachen, die kann man doch zutage fördern. Und gerade in dieser Zeit, wo alles sich so schnell ändert, ja, jetzt gibt es demnächst Fernseher, die sind gar keine Fernseher mehr. Die haben eine Größe von so einer Schuhschachtel und die strahlen dann irgendwas an die Wand. Das ist kein Beamer, nein, das ist der Fernseher der Zukunft. Scheiß doch drauf. Egal, völlig egal. Lebt euer Leben und fühlt euch gut dabei. Und wenn ihr gerne zurückschaut, dann darf euch das keiner verwehren. Ich schaue sehr gern zurück. Ich erinnere mich sehr gern an das eine oder andere, das mir wirklich ans Herz geht. Ja, und auf dem Land, im tiefsten Bayern, war es nicht immer leicht für einen Jungen wie mich aus bestimmten Gründen. Aber ich habe auch einige Menschen kennengelernt, die mir meine Kindheit so richtig versüßt haben und mit denen es Spaß gemacht hat. Und das sind Sachen, die rufe ich mir wieder ins Gedächtnis. Ich freue mich jetzt noch, wenn ich eine alte Schallplatte mir hole, die ich als Kind hatte, die ich mir jetzt nachgekauft habe, halte die in der Hand und denke: Meine Güte, was warst du damals glücklich über das Räuberkarussell oder über eine Folge Neon Grusel. Ja, ich liebte diese Neon Grusel-Reihe und ich fühle mich sehr verbunden mit den 70ern, aber nicht ganz mit den 80ern. Also bei mir hört es dann irgendwann 87 auf. Das ist nicht mehr meine Zeit gewesen. Da war ich dann auch schon im Berufsleben da. Nee, 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 aber die 70er, diese Leichtigkeit, die Schlaghosen, die Jeans, dieses Entschleunigte, das hat sowas von gut getan und das tut mir jetzt immer noch gut und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin so zufrieden, dass ich einen Menschen gefunden habe, der mit mir genau das lebt, mit mir genau das teilt. Und das wünsche ich jedem von euch da draußen, dass ihr jemand habt, ob es nun Partner ist, Freund oder einen Vertrauten, der sagt: Ja, war das nicht toll? War das nicht schön? Sind das nicht schöne Zeiten gewesen? Und natürlich darf man nicht nur in der Vergangenheit leben. Nein, nein, nein. In der Vergangenheit zu leben, ein paar Minuten, manchmal eine Stunde, ist wunderschön. Aber verliert euch nicht in der Vergangenheit. Die Vergangenheit ist passé. Die kommt niemals wieder. Es wird niemals wieder ein, weiß ich, Herkules Mucki geben, ja. Man wird nie mehr diesen Tante-Emma-Laden vorfinden, den man als Kind besucht hat. Das ist um, ja. Man bekommt auch niemals mehr eine Gelbwurst, wenn man in den Metzgerladen geht. Dafür ist man jetzt zu groß. Nein, man darf sich erinnern, man soll sich erinnern, aber man darf nie vergessen, dass man im Hier und Jetzt lebt, ja. Vielleicht nicht mehr so leicht, nicht mehr so unbeschwert wie früher, aber dennoch in Frieden und Harmonie. Denn so lange war es noch nie friedlich in diesem Land hier, ja, in Deutschland. So lange war es noch nie friedlich in Portugal, wo wir jetzt gerade leben. Ja, es war noch nie so friedlich. Und man darf nicht vergessen, was Europa bedeutet. Europa bedeutet auch Frieden. Und das wollte ich kurz mal einwerfen, denn ich werde eigentlich nie politisch. Meine Lieben, danke, dass ihr diesem Podcast, ja, back in time gelauscht habt. Und ich freue mich über sehr, sehr, sehr viele Kommentare von euch, denn die sind mir sehr wichtig. Das war's für heute. Eine schöne Zeit und immer schön retro bleiben. Euer Marc von Hör mal zu.